Dramatischer Preisabsturz in der Milchindustrie und eine schwere Krise des Agrarsektors allgemein würden von der Landesregierung komplett ignoriert. Zu diesem Schluss kamen Vertreter diverser Verbände, die ihre Meinung am Dienstag kundgetan haben. Der Grund? Auf der diesjährigen Mela wird als Tier des Jahres eine Superleistungskuh gefeiert, die bis zu 60 Liter Milch täglich produzieren kann. Solche Rinder, auch Wegwerfkühe genannt, seien der Ausdruck einer grundsätzlich falschen Strategie der Branche. Seit Jahren wurde auf eine vermehrte Leistung gesetzt. Jetzt leiden die Bauern unter massivem Preisabsturz. Umso mehr leiden die gnadenlos ausgenutzten Tiere. Wir haben vorgeschlagen, wir müssen runter von den Überschüssen. Wir müssen Bonuszahlungen geben für die Betriebe, die weniger anliefern, damit der Markt erst einmal wieder in Ordnung kommt. Aber damit wir nicht gleich wieder in die nächste Milchkrise schlittern, schlägt die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft eine Qualitätsoffensive vor, statt eine Exportoffensive. Alle Kritiker sind sich einig. Nur eine gesetzlich vereinbarte Bestandsobergrenze kann das Problem nachhaltig lösen. Die stößt auf Ablehnung beim Landesagrarminister. Laut Till Backhaus soll es sich nicht um die Anzahl der Tiere handeln, sondern um die verbesserten Haltungsbedingungen.